Die meisten Menschen in Myanmar hatten sich so sehr auf die 27. Südostasienspiele in ihrem Land gefreut. Doch schon 5 Tage nach der Eröffnungsfeier werden die sportlichen Wettkämpfe von Randale und schweren Ausschreitungen überschattet. Dutzende Fußballfans in Rangoon rasteten nach dem Ausscheiden ihrer Mannschaft von Myanmar gegen die Nationalmannschaft Indonesiens aus und verwüsteten das Tuwana-Stadion. Die Spieler flüchteten unter Tränen in die Katakomben. Als im Stadion die Situation eskalierte, die Randalierer Sitze aus den Verankerungen rissen und immer mehr Brände entfacht wurden, griff die Polizei verschärft ein. Es dauerte 2 Stunden, bis sie die Lage unter Kontrolle hatte. Aber auf den Straßen gingen die Auseinandersetzungen weiter. Bürgerkriegsähnliche Zustände. Über Verletzte gab es bisher keine Angaben. Die Südostasien-Spiele werden fortgesetzt und finden noch bis Sonntag statt.